Mein Name ist Jutta Berger, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe eine 11-jährige Tochter und arbeite in der Rechtsabteilung des Landschaftsverbandes Rheinland. Ich bin vor 10 Jahren, ein Jahr nach der Geburt meiner Tochter, an einer bipolaren Störung erkrankt. Das war allerdings nicht sofort erkennbar. Also das heißt, erst zeichnete sich so ab, dass ich sehr abgeschlagen war, müde, der Antrieb gemindert. Und zunächst gingen meine Ärztinnen davon aus, dass es sich um eine Anpassungsstörung, auch durch die Belastung, wenig Schlaf mit Säuglingen und sowas handelt. Und dann stellte sich aber im Laufe der Zeit raus, dass diese Episoden jährlich wiederkehrten, was auch dann leider dazu führte, dass ich immer verzweifelter war. Also ich war schon von Anfang an in Behandlung und es ging aber nicht weg, diese Erkrankung, und letzten Endes löste sich das Ganze dann vor 6 Jahren auf, als ich eine schwere manische Episode hatte und dann auch tatsächlich in die psychiatrische Klinik eingewiesen wurde. Es sind zwei Dinge, die mir besonders am Herzen liegen. Zum einen möchte ich Menschen ermutigen, wenn sie die Diagnose irgendeiner psychischen Erkrankung bekommen, nicht zu verzweifeln und sich dann aber auch ganz unbedingt professionelle Hilfe zu suchen und dann auch so schnell wie möglich in eine strukturierte Behandlung einzusteigen. Und dann gibt es ganz, ganz oft wirklich sehr gute Chancen, auch wieder gesund zu werden und ein schönes Leben weiterleben zu können. Und der zweite Punkt ist, dass ich mir sehr wünschen würde, dass Familien viel besser unterstützt werden, weil die Problematik natürlich darin liegt, dass einer psychischen Erkrankung, wenn ein Klinikaufenthalt nötig wird, dann ist das keine Sache von ein paar Tagen, sondern von Wochen, und da bedarf es Organisation und Unterstützung. Ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, um einfach die Behandlung für psychisch erkrankte Menschen von Anfang an besser in die Wege zu leiten, dann fände ich es toll, wenn es den Krisendienst, den es in Bayern schon gibt, in ganz Deutschland geben würde. Das bedeutet, man hat eine spezielle Telefonnummer, da kann man dann in Krisensituationen anrufen und hat sofort Menschen am Telefon, die sich mit psychiatrischen Erkrankungen auskennen und entscheiden können, was jetzt die beste Behandlungsoption ist. Also stationäre Behandlung, ambulante Behandlung, Home Treatment, stationsäquivalente Behandlung. Also da gibt es dann die ganze Palette. Und so wäre aber gewährleistet, dass Menschen direkt die richtige Hilfe bekommen. Und das wäre wirklich toll.